Verhandlungen noch die Route vom Nikolaus übergeben. Roman, halt's ein. Dankeschön. Ja, Kolleginnen und Kollegen, möglicherweise werden wir die Route heute brauchen. Natürlich sind wir anständig und natürlich gibt es keine körperliche Gewalt, aber ich glaube, wir brauchen heute am Verhandlungstisch schon ein paar deutliche Worte, weil ich befürchte, dass heute die Arbeitgeber uns das Gleiche erzählen, wie sie den Kollegen in Bayern und den vielen anderen Tarifgebieten erzählt haben, uns eine Forderung anbieten, uns ein Angebot machen wollen, das aus unserer Sicht vollkommen unzureichend ist, das weit, weit weg ist von dem, ich mein Zettel wegfloge, das weit, weit weg ist von dem, was ihr als Beschäftigte verdient habt. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, werden wir zumindest schon mal die Rute schwingen und sagen, so geht's nicht. Lass mich noch mal ein paar Sätze sagen, um was es in der Tarifrunde geht. Und Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst alles sehr genau, was auf dem Forderungszettel steht und wie das formal gemacht wird. Aber ich glaube, es geht darum, mal deutlich zu machen, was denn dahinter steht. Und Thorsten und die vielen Kolleginnen und Kollegen, die vor mir her geredet haben, haben das, glaube ich, deutlich gemacht. Es gibt in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg keine Flexibilität, keine Schicht, keine Sonderschicht, weder nachts noch am Wochenende oder sonst irgendwann, die nicht gemacht werden. Die Betriebe sind voll, die brummen, und diejenigen, die dafür sorgen, dass das so ist, das seid ihr, Kolleginnen und Kollegen. Und es geht in dieser Tarifrunde darum, dass es eben nicht nur die Flexibilität im Interesse der Arbeitgeber, der Unternehmen gibt, die bringen wir ja schon, sondern es geht darum, dass die Beschäftigten Ansprüche haben, wenn es darum geht, mal selbst frei zu brauchen, wenn es mal darum geht, etwas kürzer zu treten. Und deshalb haben wir die Forderung nach der kurzen Vollzeit gestellt. Und die ist richtig berechtigt und die brauchen wir, Kolleginnen und Kollegen. Flexibilität, die nur in eine Richtung geht, Kolleginnen und Kollegen, die erscheint mir doch ziemlich unflexibel. Wenn es immer nur heißt, nach oben und mehr, dann ist die Frage, wo bleibt der Mensch? Und diese Frage stellt sich insbesondere dort, wo es um solche Fragen wie gesellschaftlich Pflege, Kindererziehung geht, wo die Kolleginnen und Kollegen Freiräume brauchen und sich diese Freiräume auch leisten können müssen. Nämlich dafür zu sorgen, dass die alten Menschen, die ja nicht alle ins Pflegeheim können, dass die auch zu Hause gepflegt werden können und dass man mit der Doppelbelastung der Arbeit sich nicht auf gut Badisch den Buckel krumm schafft, sondern auch mal ein bisschen frei hat, um dieser Aufgabe nachkommen zu können. Darum geht's, um nicht mehr und nicht um weniger, Kolleginnen und Kollegen. Und dass wir für die Freiräume, die wir beispielsweise für Pflege oder Kindererziehung fordern, auch einen Zuschuss wollen, das deckt ja überhaupt nicht das ab, was das weniger an Entgelt betrifft, sondern es ist eben ein Zuschuss. Das ist nicht mehr als recht und gerecht, es ist machbar und bezahlbar und deshalb muss dieser Zuschuss her, Kolleginnen und Kollegen. Haben wir ja noch diejenigen, ganz viele unter euch, die eben nicht morgens zur Arbeit kommen und abends heimgehen, sondern die mittags heim zur Arbeit gehen und spät abends heimgehen, die abends zur Arbeit gehen und früh morgens heimkommen und das Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, manche ein ganzes Arbeitsleben lang. Und Kolleginnen und Kollegen, wir wissen doch ganz genau, dass es keine Arbeit gibt, die mehr auf die Gesundheit geht, wie Schichtarbeit, dass es keine Arbeit gibt,
die mehr an der Leistungsfähigkeit dauerhaft dreht. Und wir wollen deshalb schlicht und ergreifend bezahlte Tage durch einen Zuschuss, ein paar bezahlte Tage für diejenigen in den belasteten Arbeitszeitmodellen, dass man eben auch einen Ausgleich hat und dass es eben weniger auf die Gesundheit geht. Wir wollen gesund unser Arbeitsleben durchstehen können. Und deshalb ist die Forderung nach einem Zuschuss bei kurzer Vollzeit für Schichtbeschäftigte mehr als gerecht. Und auch die muss her, Kolleginnen und Kollegen. Und auch hier wissen wir doch ganz genau, das wird doch von uns zum Teil selbst finanziert, weil es eben kein echter Lohnausgleich ist, das haben wir ja gar nicht gefordert, sondern eben auch hier ein Zuschuss. Aber zu all diesen Forderungen sagen die Arbeitgeber, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist mit uns nicht zu machen, das überfordert die Wirtschaft, das exportiert Arbeitsplätze und weiß der Teufel was alles. Ich kann den Arbeitgeber nur zurufen, fragen Sie mal die Menschen hier auf dem Platz, wer denn die Gewinne erwirtschaftet, wer denn dafür sorgt, dass die Betriebe brummen. Das seid ihr und deshalb braucht es an dieser Stelle auch ein Angebot, nicht nur zum Entgelt, Kolleginnen und Kollegen. Und was wir an der Stelle, hab's eben schon gesagt, bisher gehört haben, war nicht nur unzureichend, sondern war schlicht und ergreifend eine Nullnummer. Und jetzt wird uns heute vermutlich von der Arbeitgeberseite das gleiche Angebot präsentiert wie in Bayern und in anderen Tarifgebieten. Das lautet, wenn ich das richtig weiß, dass es 200 Euro geben soll für, glaube ich, 3 Monate und anschließend nochmal 2% für weitere 12 Monate. Kolleginnen und Kollegen, jetzt kann man sagen, Provokation oder was auch immer. Ich mache das ganz einfach und sage, lieber Arbeitgeber, das reicht bei weitem nicht. Es kommt aber noch was hinzu, nämlich dass die Arbeitgeber ihrerseits mit Forderungen angetreten sind, nach mehr Flexibilität, nach Ausweitung der Arbeitszeit nach oben, was in Wirklichkeit nur bedeutet, dass sie die Zuschläge sparen wollen. Und sie sagen, dieses Angebot ist verbunden damit, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, ist es in Wirklichkeit kein Angebot, sondern eine doppelte Nullnummer. Und das ist mit der IG Metall nicht zu machen. Jetzt ist es ja heute, wir sind ja da sehr fürsorglich, selbstverständlich eine, na ich sag mal, weitgehend alkoholfreie Veranstaltung. Das ist doch so, oder? Ja. Ich habe uns deshalb bei den Arbeitgebern eine Dose Bier stibitzt. Die Arbeitgeber haben nämlich ein eigenes Bier rausgebracht mit dem Titel Jobexport. Damit wollen sie wohl zum Ausdruck bringen, dass durch unsere Forderungen die Jobs exportiert werden. Keine Ahnung, vielleicht kriegen sie es erklärt. Das Bier hat jetzt zwei interessante Varianten. Nämlich zum ersten, es ist ein Beschiss, weil es ist nämlich kein Export, sondern ein Pilz. Das steht hinten drauf. Das zweite ist aber noch viel interessanter. Da hinten ist nämlich versteckt das eigentliche Angebot, das sie uns machen wollen und sich nur nicht trauen. Da steht nämlich hinten drauf 4,9% und Mindesthaltbarkeit bis zum 4.4.2018. Das wäre mal ein Angebot, liebe Arbeitgeber, traut euch, uns das zu machen. Man muss da einfach mal ein bisschen mutig sein. Kolleginnen und Kollegen, ich komm gleich zum Schluss. Und wisst ihr, diejenigen von uns, die in den tarifgebundenen Betrieben arbeiten, das ist ja die übergroße Anzahl, die weiß sehr genau, dass unsere Solidarität, dass das gemeinsame Zusammenstehen und das Streiten mit so einer tollen Veranstaltung wie hier und dann ab Januar, wenn die Arbeitgeber wirklich nicht mitziehen, dann durch gute Warnstreiks, durch gute Aktionen. Und wir wissen ganz genau, was dadurch erreichbar ist.
Timo und die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur von Ritz Andritz, sondern beispielsweise auch von Science und Computing und wer hier alles geredet hat, die sind noch in einer anderen Situation. Die müssen erst ihre Tarifbindung kämpfen oder wieder dafür kämpfen. Und ich sage da draußen im Land hier in Baden-Württemberg, da gibt es Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die auch in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie arbeiten, die das Gleiche machen wie wir, aber schon allein deshalb, weil sie keine Tarifbindung haben, zu 25% im Durchschnitt weniger. Und Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist der Schwung dieser Tarifrunde auch der Schwung, den wir aufnehmen, um für Zehntausende Menschen in den nächsten Monaten und Jahren die Tarifbindung herzustellen. Auch die haben bessere Bedingungen verdient. Dafür wollen wir auch kämpfen und dafür setzen wir heute ein deutliches Signal, Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin ganz sicher, dass all diejenigen, die heute hier sind, dass alle ihr heute Mittag rausgeht, vielleicht noch kurz am Glühweinstand vorbei und dann erzählt, was hier heute in Ludwigsburg passiert ist, was Solidarität bewirken kann, was passiert, wenn 5000 Menschen zusammenstehen und den Arbeitgebern sagen, wir sind da, wenn die IG Metall uns braucht, dann ziehen wir mit, wir gehen jetzt hoch an den Verhandlungstisch, werden die Stimmung mitnehmen, Kolleginnen und Kollegen, und wenn da nicht was Gescheites rumkommt, dann sehen wir uns im Januar vor den Betriebstoren wieder. Herzlichen Dank, schöne Weihnachten, kommt gut rein, Glück auf! Vielen Dank, Roman! Ihr seid so schön laut, geht das noch besser? Einmal noch laut! Ich danke euch. Jetzt kommt eine Kollegin von der